was los? Jutta, komm! Jutta, spring! Na komm! Na komm! Ja, komm! Hey zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vlogs. Ich freue mich riesig, denn sie ist mal wieder aus Skiathos, Griechenland. Hier lebt meine Großmutter, hier sind wir immer im Sommer. Und die heutige Folge machen wir von hier. Ich möchte die Folge eigentlich einleiten mit einer Geschichte. Einer Geschichte, die mich inspiriert hat, diesen heutigen Vlog zu machen. Und zwar, letzte Woche hatte ich ein Telefonat mit der Frau Bersch. Viele Grüße an dieser Stelle. Frau Bersch ist unsere großartige, langjährige Versicherungsvertreterin von der Allianz. Und ich habe ein bisschen was mit meinem Kilometerstand im Auto verzockt, wie auch immer. Am Ende dieses Gesprächs meinte sie, Herr Gott, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich gerade? Worauf ich Ihnen gesagt habe, ich mache Cleverly, ich habe ihr von Cleverly erzählt. Das hat sie dann parallel dazu im Internet sich angeschaut und meinte, das gibt's ja schon. Ich so, ja klar. Und dann sagt sie, Herrgott, ich muss Ihnen zwei Sachen sagen, die ich wirklich bewundere. Zum einen, ich finde, das ist eine großartige Idee, Cleverly. Und zum anderen, Sie haben sie wieder gemacht, Sie haben es wieder umgesetzt. Und das ist erstaunlich, weil ich selbst, mein Mann, unsere Freunde, wir haben immer wieder starke Ideen, aber wir trauen uns nicht diesen Sprung in die Umsetzung, ins Unternehmertum. Wie machen Sie das? Und das hat mich eigentlich inspiriert, mir genau diese Frage heute mal im Vlog zu stellen und sie gemeinsam mit euch zu beantworten. Wie wird man eigentlich Unternehmer? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt gibt es gleich die Intro und dann die ganze Folge aus Skiathos, Griechenland. Bis dann! Ich habe was auf dem Boot vergessen, das holen wir mal zusammen ab. Unternehmer zu werden, braucht es im Grunde genommen drei Hauptzutaten. Das erste ist eine starke Idee, die ein echtes Problem löst und für die man brennt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch gerne hier oben. Die zweite Komponente ist ein starkes, komplementäres Gründerteam, was dann gemeinsam genau dieses Problem löst. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch auch. Und die dritte Komponente, und darauf wollen wir uns heute fokussieren, die man braucht, um Unternehmer zu werden, ist Mut und Cash. Ah, da ist die Beauty. Also ich würde sagen, es ist der richtige Zeitpunkt, um einen Sprung zu wagen. Eins, zwei und... Okay, avanti, avanti, Mädels, andele, andele. Nochmal eine kleine Quizfrage. Wo fahren wir jetzt hin? Scala. Und treffen wen da? Pumpf. Es geht in die Stadt und da werden wir mit meinen Eltern lunchen. Und wir sind right about on time. Meeting ist um 7. Okay, let's go, 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 go. Schnell fahren. Wir müssen schnell fahren, genau. Anschnallen müssen wir noch. Tabi muss schnell fahren. Du hast den Sitz schon mal richtig gut hingelegt, dass wir gleich anschneiden können. Schön nach vorne gucken, Mädchen. Ja, hoppala. Wir müssen wieder scharf stellen.
Schaf, hallo Schaf. Hallo Schaf. Sieht nicht aus. Ein Talent. Kann man auch nicht scharf stellen. Kann man, es bleibt unscharf. Die Kamera bleibt im Unscharf. Die große Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wird Fee noch mal kacken oder nicht? Und ich glaube, wir haben eine Antwort auf diese Frage. Das normale Kacken, oder? Ja, alles klar. So, schon hier. Hier geht's rein. Also hoch mit euch. Da geht's fast. Theo, hi. Für mich war klar, dass ich wieder gründen würde. Aber man könnte jetzt denken, dass diese zweite Gründung mir vielleicht viel leichter gefallen wäre als die erste, weil ich ja wusste, wie es ist zu springen und ich wusste, was es bedeutet zu gründen. Aber das war gar nicht der Fall, weil ich hatte eigentlich wirklich Angst davor, nicht nochmal in der Lage zu sein, überhaupt eine starke Idee zu finden. Und Angst davor, dass das, was sozusagen mir bei Body Change gelungen war, ich geleistet hatte, vielleicht nur ein One-Hit-Wonder war und ich gar nicht mehrfach gründen kann. Umso glücklicher war ich dann, als ich auf die Idee von Cleverly gekommen bin, aber vor allem dann auch ganz, ganz schnell angefangen habe, die zu teilen mit Menschen in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, weil sie auch richtig kompetent sind. Also first and foremost natürlich Julia, meine Frau, und dann auch ganz schnell Björn, mein späterer Mitgründer, der macht das seit 20 Jahren, der hat so viele Ideen schon gesehen, auch selbst gegründet. Und das sind ein bisschen so meine Empfehlungen auch an euch, wenn ihr eine Idee habt, die ihr wirklich abgeklopft habt, teilt die schnell. Und teilt die mit den Menschen, nicht Friends and Family, sondern von denen ihr glaubt, dass die wirklich Ahnung von dem haben, wo ihr reingehen wollt, und holt euch dieses Feedback. So habe ich das auch gemacht. Und das war dann sozusagen der nächste Schritt rein ins Unternehmertum. Guten Morgen, wir gehen jetzt gemeinsam zusammen Brötchen holen. Das ist ein bisschen so ein Brauch bei uns, zumindest am Wochenende. Sonst macht Julia in der Regel Müsli. Und das machen wir in der Stadt, denn da gibt es den besten Bäcker Skiertos. Und wir nehmen noch jemand mit, weil ich fahre dann in der Regel nicht alleine. Zeige ich euch mal. Ja, wie nehmen wir das Feeling aus? Sieht das süß. Ja, wie geht das? Als ich gemerkt habe, dass nicht nur mir diese Idee von Cleverly total gefällt, haben Björn und ich uns zusammengetan, haben gesagt, lass uns diese Firma gemeinsam gründen und uns dann auf die Suche gemacht nach dem perfekten komplementären Gründerteam. Ich verlinke euch hier oben auch nochmal das Video dazu. Naja, und dann war klar, dass Julia mit dabei sein würde, denn Julia ist bei allem dabei, was ich mache. Also stand die Idee und stand das Team. Stellte sich die Frage, wie finanzieren wir das eigentlich? Also Cash. Wobei die Frage des wie finanzieren gar nicht so entscheidend ist im ersten Schritt, sondern was genau müssen wir eigentlich finanzieren, um mit dem Geld wiederum wohin kommen zu können, um dann wiederum mehr Geld aufnehmen zu können. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir uns ganz schnöde hingesetzt und eine Finanzplanung gemacht. Um zu gucken, was sind im Grunde genommen die Kosten, die jetzt initial aufkommen, um diesen ersten Schritt gehen zu können. Wir wollten mit dem Geld zum einen unsere Idee genauer ausdefinieren. Wir wollten anfangen, sie an den ersten echten Kunden zu vertesten, um da Feedback einzusammeln. Und im dritten Schritt wollten wir anfangen, auch schon ein bisschen das Produkt zu bauen. Das war diese Phase, die wir uns definiert haben. Die Finanzplanung und am Ende der Taschenrechner haben ergeben, dass wir dafür 200.000 Euro brauchen. Wir modellieren das hier drin.
den Umsatz. Mhm. Und dann ziehen wir die Kosten ab. Und jetzt starten wir mal mit dem Umsatz. Dann haben wir uns im Gründerteam ganz tief in die Augen geschaut, tief auf unsere Bankkonten geschaut und dann das Geld auf unser Firmenkonto überwiesen. Warum haben wir denn eigentlich nicht gleich externes Geld aufgenommen? Weil wir wussten, dass wenn wir mit diesen 200.000 Euro, von denen wir wussten, dass sie uns genau 3 Monate reichen, wenn wir damit den Proof of Concept hinbekommen würden, also den Beweis dafür, dass diese Idee viel mehr als nur eine Idee ist, dann würden wir dadurch den Wert unserer Firma enorm steigern und damit die ideale Voraussetzung schaffen, um im nächsten Schritt dann wirklich externes Geld mit in unsere Firma aufzunehmen. Machte also total viel Sinn. Voraussetzung war, dass wir das Geld hatten, dass wir mutig waren und auch geglaubt haben, dass wir in nur 3 Monaten genau diese Schritte auch wirklich laufen würden können. Glücklicherweise ist uns das gelungen. Okay. Wir wussten also, wir haben 3 Monate und 200.000 Euro, um unsere Produktthesen zu validieren. Parallel dazu haben wir angefangen, unser Pitch Deck zu bauen, was wir natürlich brauchten, um in dieser ersten echten Finanzierungsrunde, der sogenannten Pre-Seed-Runde, die wir allesamt mit Angel-Investoren, also Unternehmern aus unserem Netzwerk machen wollten, benötigten. Das Spannende war, dass das Bauen dieses Pitch Decks nebst der Tatsache, dass wir das natürlich brauchten, um das Investment zu bekommen, uns auch nochmal echt geholfen hat, unsere USPs zu schärfen und zu Papier zu bringen. Also ein Job, der sich doppelt eigentlich gelohnt hat. Und auch in dieser Phase war unsere Finanzplanung wieder super wichtig, weil wir uns jetzt erneut fragen mussten, nicht nur wie kommen wir an Geld ran, sondern vor allem, was finanzieren wir dann im nächsten Schritt mit dem Geld und wie viel brauchen wir dafür? Da haben wir dann für uns definiert, dass wir das Produkt fertig bauen wollen, also die Plattform fertig bauen wollen, dass wir launchen möchten in dieser nächsten Phase, sprich echte und viele erste Kunden onboarden und dass wir natürlich auch das Team aufbauen müssen, möchten und auch dafür Geld benötigen. Und dann haben wir das wieder gerechnet gemeinsam mit Julia und sind da auf eine Summe von 1 Million Euro gekommen, die wir brauchen würden, um dann wiederum die nächsten 9 Monate genug Proof of Concept und genug am Ende des Tages Kunden und auch Skalierung hinzubekommen, um dann wiederum in die nächste Finanzierung zu gehen, nämlich in die Seed-Finanzierung. Und ich betone das an dieser Stelle so stark, weil ich möchte, dass ihr versteht, dass neben der großartigen Idee, einem tollen Team und dem Mut, man auch in der Lage sein muss, unter Druck, und zwar Zeitdruck, viel Output zu liefern, um überhaupt immer wieder Runde für Runde Geld zu bekommen, um weiterspielen zu dürfen. Das hier ist so ein bisschen immer viel und meine Spazierstrecke direkt im Haus und schaut mal hier. Fee ist schon auf dem Weg runter. Schau mal. Du bist im Vlog. Ich bin gerade mit. Ich bin jetzt gerade noch kurz mit Fee spazieren und dann bin ich gleich zu Hause, ja? Ich bin müde. Ah, weil die richtigen Top-Shots hier werden. Ihr bist auch im Vlog. Also, wir haben ganz, ganz schnell gemerkt innerhalb dieser Zeitspanne, dass wir ein großartiges Konzept haben. Unsere Thesen konnten wir validieren. Wir haben einen super Pitch-Deck geschrieben, um dann im April tatsächlich unsere Pre-Seed-Runde aufzustellen mit 12 großartigen Angel-Investoren, alles Unternehmer aus unserem Netzwerk. Und da vielleicht auch nochmal, ich liebe einfach dieses Konzept, dass Unternehmer, die erfolgreich waren, wiederum in Unternehmer investieren. Das finde ich einfach großartig.
Und mit diesem Geld konnten wir dann die ersten Mitarbeiter heiern. Das Team wächst, ein großartiges Team, die mit genauso viel Leidenschaft dabei sind wie wir als Gründer. Und das ist auch für mich nochmal so eine Indikation gewesen. Wenn du etwas gründest, für das du stehst, für das du brennst, dann wirst du auch andere zum Brennen bringen. Und die bringen wiederum andere zum Brennen. Insofern ist Leidenschaft bei der Gründung einfach enorm wichtig. Mehr zum Thema Team auch in den kommenden Episoden hier bei mir im Vlog. Jetzt sind wir sozusagen erstmal ausgestattet und losgelaufen und haben jetzt wieder eine Runrate, wie man sagt, für 9 Monate, in der viele spannende Sachen passieren, in der wir wieder unsere Thesen, die wir haben, validieren werden, um dann wieder im nächsten Schritt die nächste Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, um weiter Cash zu haben, um diese unsere clevere Idee auszubauen, groß zu machen. Und ich freue mich riesig, dass ich euch dabei mitnehme auf diesem ja, unternehmerischen Weg, auf diesem clevere Weg. Ja, und das war's für die Folge. Ich hoffe, dass du ein bisschen was hast mitnehmen können. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über ein Like. Ich freue mich über ein Subscribe, falls du noch nicht subscribed hast. Und dann sehen wir uns, falls du magst, nächste Woche Sonntag wieder hier im Vlog. Wahrscheinlich nochmal von Skiatos. Ich freue mich drauf. Bis dann, das war der Frederik. Pssch.